Die Nürnberger Prozesse dauerten insgesamt 218 Tage. Es gab Freisprüche, Haftstrafen und Todesurteile. Hermann Göring nahm sich mit einer Zyankali-Giftkapsel in der Nacht vor seiner Hinrichtung das Leben. An die Prozesse vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg erinnert jetzt ein Museum, Memorium Nürnberger Prozesse, heißt die kleine, aber feine Dauerausstellung, die direkt am historischen Schauplatz aufgebaut wurde. Ein seltsamer Ort für ein Museum, doch hinter diesen Fenstern des Nürnberger Justizgebäudes verbirgt sich der Schwurgerichtssaal 600. Hierhin blickte 1946 die ganze Welt. 12 Todesurteile, Göring, Streicher, Ribbentrop, die übrig gebliebene NS-Edite, verurteilt von einem Gericht der Alliierten. Ein Ort der Weltgeschichte, der jetzt Museum wird. Auf dem gerade ausgebauten Dachboden zeigt eine Dauerausstellung die Geschichte der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. 4,2 Millionen Euro hat sie gekostet. Das ist eine ganz einfache Antwort auf ein steigendes Besucherinteresse. Nicht nur an dem Thema, sondern insbesondere an diesem Ort, dem man, glaube ich, ohne Übertreibung eine welthistorische Bedeutung zumessen kann. Der Prozess gegen die NS-Kriegsverbrecher war ein absolutes Novum. Erstmals mussten sich Entscheidungsträger individuell und vor einem internationalen Gericht für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Nürnberg ist die Geburtsstunde des modernen Völkerrechts, aber sind natürlich noch viele andere Komponenten, die da hinzugekommen sind. Und der Weg von Nürnberg nach Den Haag ist ein steiniger gewesen und es ist auch kein gerader Weg. Den Haag und der Internationale Gerichtshof, Nürnberg war die Grundlage. Auch das zeigt die Ausstellung Memorium. Beim Prozess damals betrat man Neuland. Hunderte Reporter waren vor Ort, insgesamt eine logistische Meisterleistung. All das ist in der Ausstellung zu spüren. Es ist sicherlich einzigartig, dass man so eine historische Ausstellung hier aufbaut, anbietet, in Verbindung mit einem historischen Ort, der aber aktuell immer noch seine Funktion hat, nämlich ein Ort lebendiger Rechtsprechung zu sein. Denn noch heute geht es hier um Kapitalverbrechen. Läuft eine Verhandlung, ist der Saal für Besucher nicht zugänglich. Und Einblicke von oben gibt es dann nur so lange, bis sich der Richter dagegen entscheidet. Das war's von uns.